Liquid Kitte. Aha. Talana tritt an den Brunnen. Ich dachte, wir sollten zurücktreten. Und berührt vorsichtig das Eis. Als der Zauber die erste Wirkung zeigt, geht sie wieder zurück. Langsam beginnt das Eis zu schmelzen. Der Brunnen beginnt schon wieder zu plätschern. Da bricht der große Eisblock auseinander und die Kriegerin stürzt zu Boden. Hallo? Mit einem leichten Stöhnen kommt die Kriegerin zu sich. Hab Dank, Freunde. Ihr habt mich aus meiner monatelangen Gefangenschaft befreit. Ein Untertan des namenlosen Gottes? Okay, jetzt wissen wir, was für ein Tempel das hier ist. Hat mich hier mit einem Wunder in den Eisblock gebannt. Ich weiß nicht genau, was euch in diese unfreundlichen Gewölbe führt, aber wenn ihr es wünscht, werde ich euch begleiten und meinen Dank über die Befreiung meiner Tat unterstreichen. Ja, gerne. Der Brunnen sprudelt in einer kleinen Fontäne. Ihr seht einen flammendroten Schlüssel. Wollt ihr ihn mitnehmen? Ja. Schon wieder flammendrot? Wir brauchen Platz. Da ist ein roter Schlüssel. Da ist noch ein roter Schlüssel. Zip. Dieser Schlüssel hängt bereits an dem Schlüsselbund. Also hätten wir den da gar nicht gebraucht. Das ist sehr komisch alles hier. Können wir auch nichts anklicken. Aber wir folgen mal den Gesichtern, wo sie hingucken. In eine Sackgasse. Das bist aber nicht du, oder? Nee. Aber hier geht's nicht weiter. Ja. Na gut, Terix Karte, was sagst du? Du sagst, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ist das groß hier. Also nach Westen. Da war die Geschichte. Also zurück nach Süden. Osten. Und gleich wieder nach Norden. Noch mehr Säulen. Oh, da hinten scheint was zu sein. Eine Tür. Knacken. Na also. Oh. Schilder an der Wand. Und ein Kampf. Ein Kultist. Ja. Oh. Oh, 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 Talana. Oh. Das ist jetzt ganz und gar nicht gut. Es war wohl anfänglich nur ein Kultist und dann kam ein paar dazu. Super Heiltrank ist ein bisschen übertrieben für sie, aber ein starker Heiltrank könnte drin sein. So, der Super Heiltrank kommt zu dir. Ja, denn das Körper schaffen wir jetzt erstmal zum Eingang. Dann werden wir ohne sie weitermachen müssen. Das war wirklich nicht gut. Nördlich. Ah, hier ist nichts. Wir müssen aber ganz schön zähe Kultisten gewesen sein. Ja, wieder ein Kultist. Darauf fallen wir nicht nochmal rein. Beweg dich mal in die ungefähre Richtung. Bewegen. Nein. Warum hast du schon wieder keine Waffe in der Hand? Hast du doch. Okay. So. Und da ist die Verstärkung. Sichern. Angriff auf dich. Oh, du hast keinen Bogen in der Hand. Bogen. Angriff auf dich. Genau.
Angriff auf den. So, gucken wir mal, ob wir gleich nochmal Verstärkung haben. Bisher sieht das ja noch alles recht machbar aus. Mehr als machbar. Warum zum Geier ist Yallen da umgekippt? Sehr komisch das Ganze. Terek. Okay, der ist ein bisschen zäher. Aber das passt schon. Oh, da kommt nochmal Verstärkung. Ja, okay, das könnt's erklären. Und das hört sich gerade nach einem Faustschlag an und nicht nach einem Rapier. Sichern. Schießen. So, Kultist weg. Auf den Krieger. Krieger. Also zweimal Verstärkung. Zuerst war es nur ein Kultist, dann ein Jäger und dann ein Krieger. Okay. Angriff, Krieger. Alte Option. Das dürfte nicht lange Bestand haben können gegen drei Krieger und eine Elfe, die mal wieder reinschießt. Genau. Na also, wesentlich besser. So, was müssen wir noch erledigen? Also du hast dein Rapier in der Hand. Ist der kaputt? Zerbrochen. Ja. Gegenstand wegwerfen. Okay, wir brauchen eine neue Waffe für Gwendolyn. Ja, ein Dolch. So, Yallen ist außer Gefecht. Dann kannst du erstmal davon eins zu dir nehmen. Du auch. Sonst noch jemand? Hält sich in Grenzen. Doch, du noch. So. Und hier ist gar nichts. Nicht sehr schön. Okay, wieder nach Süden. Zu dem Hauptkorridor. Und dann nach Westen. Ja, hier ist echt nichts. Also Süden, Hauptkorridor. Und danach Westen. Eine Abzweigung mit einer weiteren Tür. Oh, das sieht hier ziemlich anders aus. Ist jetzt alles unter der Oh. Plötzlich erhebt sich vor euch ein riesiger Troll, der gerade noch auf einer Truhe gesessen hat, an die er mit einer armdicken Kette angekettet ist. Helens Neugier besiegt ihre Angst vor dem mächtigen Gegner und sie nähert sich diesem langsam. Derart provoziert reißt sich der Troll wie tollwütig an der Kette los, die auseinanderbricht. Ja, okay. Bewegung. Tyrik hat wahrscheinlich keinen Platz mehr, aber kann trotzdem mal in die Richtung gehen. Du, rauf da. Du musst den Troll ablenken. Du sicherst. Du stellst dich so hin, dass du darauf schießen kannst. Nächste Runde. Du läufst einmal rum. Und du versuchst ihn zu verschrecken. Und er flieht. Dann sollten wir mal Platz machen zum Fliehen, sonst wird das nichts. So, was ist in der Truhe? Schlossknacken. Starker Zaubertrank. Ein blauer Ring. Eine Hose? Decken Trockenwieselkraut. Ja, Hose nehmen wir auch mit. Sehr komisch. Blauen Ring können wir später auch noch ansehen.
Aber erstmal sollten wir jetzt wirklich herausfinden, was es mit diesem Gewölbe auf sich hat. Spinnen. Angriff, Spinne. Oh, wir halten doch nicht so viel aus. Sehr gut. Aber ja, wir sollten eigentlich herausfinden, was es mit diesem Gewölbe auf sich hat. Aber da jetzt Yallen ja schon von uns geschieden ist, ist das ein wenig schwieriger als geplant. Also vielleicht sollten wir doch kurz wieder in die Stadt zurückgehen und versuchen, Yallen wieder zu uns zu kommen. So. Die klingen sehr komisch für Spinnen. Du da hinten hin. Du haust Spinne. Du haust Spinne. So, was sagt die Karte? Moment mal. Was ist denn? Die Formen sehen komisch aus. Na gut, nach Osten. Hier, was ist das? Fackeln, Brecheisen, Schaufeln, Topfhelme, Seile. Nein, danke. Schreibzeug, Klugheitselixier. Nö. Wieder zurück, wieder zum Hauptgang, wieder nach Westen. Ha. Das. Okay. Und Sackgasse. Ernsthaft? Ja, anscheinend. Weiter. Hier war hinten auch eine Tür. Genau hier. Wieder so ein Gewölbe. Kommt wieder ein Troll? Anscheinend nicht. Nur jede Menge Sackgassen. Und immer wieder. Ah, hier geht's runter. Okay. Was ich gerade sagen wollte, sind nicht wirklich irgendwelche großartigen Räume hier. Das scheint alles nur ein riesiger Zugang zu irgendwas anderem zu sein. Und alles ist um diesen Mittelgang hier angeordnet. So, jetzt ist die Frage. Wollen wir zurück in die Stadt und versuchen, Yallen wieder zu beleben oder wollen wir weiter preschen? Wir sollten versuchen, sie wieder zu beleben. Weil es ist ja doch ein recht garstiger Ort hier. Und wer weiß, was wir noch vor uns haben. Also ziehen sich unsere Helden jetzt in die Stadt zurück, versuchen Yallen wieder zu beleben und laufen dann wieder hierher zurück.